Strahlend blauer Himmel erwartet die Fahrer beim 58. Saisoneröffnungsrennen in Leonding. Wie immer zu Beginn der Saison ist das Teilnehmerfeld bei diesem Rennen beeindruckend. 151 Fahrer, aufgeteilt auf Teams aus Österreich, Slowenien, Deutschland und Ungarn, nutzen den Bundesliga-Auftakt, um die aktuelle Frühjahrsform einem Test zu unterziehen. Benjamin Brückitsch, eine Saison 2018, die im Zeichen einer Radweltmeisterschaft steht, in dem Bundesland, das Sie repräsentieren. Wie sehr wird eigentlich der Fokus heuer schon im Vorfeld der Bundesliga-Rennen auf dieses Highlight gerichtet sein? Ja, also generell, dass die WM in Innsbruck ist, das ist einfach genial. Meine Trainingsstrecken sind tagtäglich auf den Straßen von der WM. Ja, und natürlich so ein Rennen wie in Leonding ist einfach eine gute Saisonsvorbereitung. Und wenn es gut läuft, ist es auf jeden Fall gut für Selbstvertrauen. Ja. Beim mehrfachen Bundesliga-Mannschaftsmeister am Platz ist alles neu. Man fährt unter einem neuen Namen, Maybach Stevens. Die Dressfarbe ist größtenteils gleich geblieben. Nicht ganz gleich geblieben ist die Mannschaft. Maximilian Kuhn ist zurückgekehrt nach Langenlois. Mit welchen Erwartungen? Die Erwartungen sind natürlich wie jedes Jahr das Gleiche, dass wir in der Bundesliga vorne mitmischen, heute sowieso, weil es mein erstes Rennen in Leonding ist immer sehr wichtig. Und wie gesagt, Erwartungen klar, Podium. Der Fokus der Mannschaft wird wahrscheinlich wieder auf Matej Mugerli gerichtet sein, nehme ich an, der ja den Bundesliga-Einzeltitel zu verteidigen hat. Wie ist er denn drauf? Matej, der ist schon, hat richtig Druck am Pedal. Müssen wir ja mal schauen, mein erstes Rennen ist immer so ein bisschen offen, jeder hat seine Chance. Wie es dann heute am Ende vom Tag ausschaut, wer von uns am weitesten vorne ist und wie es weitergeht, werden wir da in den nächsten Rennen sehen. In den vergangenen beiden Saisonen der Rad-Bundesliga war Helmut Trettwer auf den zweiten und dritten Platz gelandet. Was nimmt man sich denn für heuer vor? Ja, ich hoffe nicht, dass Nummer 1 noch runter geht zum vierten, sondern vielleicht einmal nach oben zum ersten. Aber nee, also das wird richtig schwer und schauen, dass wir heute das Beste rausholen. Wir sind mannschaftlich ein bisschen nur mit 6 am Start, die anderen sind alle krank, also wird es für uns heute richtig schwer. Manuel Bosch, die Mannschaft aus Vorarlberg, feiert heuer das 20-jährige Bestehen und Jubiläen wollen natürlich gefeiert werden. Wie will man denn heuer das sportlich angehen? Ja, wir sind eine größere Mannschaft als sonst. Wir fahren ein doppelgleisiges Programm. Im Moment ist die Hälfte in Frankreich unterwegs, die andere Hälfte hier. Und das ganze Jahr über viele Rennen und Top-Betreuung. Sebastian Schönberger hat heuer schon für ein Spitzenresultat gesorgt mit einem 5. Platz bei der Taiwan-Rundfahrt. Freut man sich drüber? Und wie schaut es aus mit dem Jetlag? Gibt es den noch? Ja, auf alle Fälle. Es war ein super Highlight für uns. Nicht durch, dass einige Sponsoren von uns unten sind. Glaube ich, haben uns mir ganz gut präsentiert mit dem 5. Platz, gesamt und 7. Platz auf einer Etappe. Glaube ich, haben wir unsere Erwartungen mehr wie erfüllt. Und ja, natürlich haben wir unten ein bisschen ein besseres Wetter gehabt wie hier oben, aber heute schauen alle die Sonne und passt es ganz gut. Und mit dem Jetlag braucht man immer einige Tage, dass man wieder zurückkommt, aber das hat man dann gleich wieder im Blut. Markus Eibiger, Sie sind einer von mittlerweile knapp einer Handvoll Rennfahrer, die schon seit Beginn der Bundesliga vom ersten Rennen an dabei waren. Können Sie sich noch ans Debüt erinnern? Das Debüt, das dürfte, glaube ich, 2006, ne? Glaube ich, war das Debüt, erstes Rennen. Festina Grand Prix, ja, das ist dann in sehr guter Erinnerung, kann mich erinnern, glaube ich, habe ich gewonnen, im Zweiersprint gegen Adam Hansen. Ja, das ist schon eine Erinnerung. Schwanenstadt war damals am Philipsberg, glaube ich, die Entscheidung, war ein schöner Kurs, ja. Wo fällt heute die Entscheidung zugunsten von Markus Eibiger? Zugunsten von Markus Eibiger, schwer zu, wenn ich es mir aussuchen kann, dann fällt sie erst in der letzten Runde den Hügel hinauf. Dann ist der Weg ins Ziel nicht mehr so lang. Mannschaft gut aufgestellt, ein paar prominente Neuzugänge gibt es ja. Ja, wir sind mit dem Filippo Fortin, ist quasi jetzt einmal wirklich ein Sprintass, was wir im Ärmel haben. Das macht für uns das Rennfahren um eine Spur einfacher, weil wir mehr Möglichkeiten haben. Rizek ist jetzt ein Renewcomer, nennen wir es einmal so, ist jetzt, war schon einmal da, kennt es, wie es bei uns abläuft und ist eine sehr gute Verstärkung. Also, in der Türkei schon sagt mit seinem zweiten Platz, dass er auch bei Bergetappen mitfahren kann, wenn er weiß, dass es geht um einen Sprint. Und von dem her sind wir eigentlich, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Felber Mayer hat in den letzten 6 Rennen oder in den letzten 6 Jahren hier 5-mal gewonnen. Da ist ein bisschen Druck drauf, steckt auf der Mannschaft, wissen Sie schon, nicht? Nein, eigentlich im Gegenteil. Also speziell bei mir, ich habe es jetzt schon 3-mal gewonnen. Es wird von Jahr zu Jahr immer mal relaxter und da geht es eher dann leichter von der Hand.
Im Herbst gibt es eine Weltmeisterschaft im eigenen Land. Nehme an, da möchten Sie doch wieder am Start sein, so wie im Vorjahr. Ja, sicher, aber das ist noch so weit hin und es kommt einmal auf die Qualifikationsmodus und alles aus. Also, da denke ich noch gar nicht so viel dran. Jetzt schauen wir, dass wir es heute einmal umbringen und ja, im April sind einige Highlights auch noch. Und, ja, jetzt bleiben wir in der Gegenwart und dann sehen wir weiter. Aber jetzt geht es zuerst einmal für die 151 Elite und die 23 Fahrer auf die Strecke. Sie ist 153,3 Kilometer lang. Sechs Runden zu 21,6 Kilometer und vier kurze Runden mit 6 Kilometern Länge, dabei insgesamt 1500 Meter Höhendifferenz, sind zu bewältigen. In der ersten Runde gibt es bereits mehrere Attacken. Die erste Bergwertung des Tages holt sich Daniel Reiter vom Team Raiffeisen Tirol. Kurz vor Leonding bildet sich eine Vier-Mann-Gruppe. Daniel Reiter, Gregor Gaswoder, Manuel Bosch und Sebastian Baldauf überqueren mit 30 Sekunden Vorsprung den Startplatz. Seit 1961 wird dieses Eröffnungsrennen bereits ohne Unterbrechung durchgeführt, allerdings auf unterschiedlichen Kursen. Bis Ende der 80er auf einer Strecke, die zweimal über die Autobahn führte, damals mit nur 80 Kilometern Länge, quasi ein Sprintrennen. Danach fand das Eröffnungsrennen in Haid und Traun mehrmals mit verändertem Kurs statt. Seit 2007 ist Start und Ziel in Leonding. 2011 kamen dann noch vier kleine Zusatzrunden hinzu. In der zweiten Runde gesellen sich Maximilian Kuhn, Martin Meiler, Andreas Hofer, Daniel Lehner und Matthias Czerny zur Spitze dazu. Ihr Vorsprung auf das Feld beträgt 1,51. Diese Gruppe kann sich bis zur sechsten Runde vor dem Feld halten, wobei mit jeder Runde der Abstand schrumpft. Als in der letzten langen Runde das Feld näher kommt, attackiert schließlich Maximilian Kuhn, wird aber wieder gestellt. Matej Mugali versucht ebenfalls solo wegzufahren, fällt aber wegen Problemen mit seinem Knie wieder ins Feld zurück. Bei der Bergwertung attackiert nun der Staatsmeister von 2011, Matthias Kritzek, und kommt über eine halbe Minute vom Feld weg. Am Ende der zweiten kurzen Runde wird Matthias Kritzek, der zwei Saisonen für die World-Tour-Mannschaft von Cannondale fuhr, beim Schweizer Team Rot Skoda unter Vertrag stand und nach einem Zwischenstopp in Tirol nun wieder für Felbermayr Simplon Wels fährt, eingeholt. Die heimische Mannschaft Felbermayr dominiert das Rennen aber weiter. In der vorletzten Runde setzen sich Markus Eibecker, Ricardo Zeudl und Stefan Rabitsch ab. Mit ihnen kommen Sebastian Schönberger vom Finkhoff Adbarik Cycling Team und zwei Fahrer von Adria Mobil in die Spitzengruppe. Schnell hat das Sextett jetzt eine halbe Minute Vorsprung. Die drei Felbermayr-Fahrer können eine leichte Lücke reißen. Kurz vor der letzten Durchfahrt in Leonding haben ihre früheren Begleiter jetzt schon rund 10 Sekunden Rückstand. Der Abstand wird in der Folge immer größer. Die drei Felbermayr-Fahrer arbeiten jetzt perfekt zusammen. Das Trio begibt sich als Zeitfahrmannschaft auf die letzte Runde und fährt tatsächlich einem Triple-Erfolg entgegen. Mit einem Schnitt von 41,13 km/h geht es Richtung Ziel. Nach 3 Stunden, 43 Minuten und 41 Sekunden überquert schließlich Markus Eibecker als Sieger vor Stefan Rabitsch und Ricardo Zeudl die Ziellinie. 27 Sekunden dahinter kommen die Verfolger ins Ziel. Aber die großen Dominatoren des Tages, das sind die Fahrer von Felbermayr Simplon Wels. Bereits 2016 gelang dem Welser Team ein Dreifachsieg bei diesem Auftaktrennen, damals angeführt von Stefan Rabitsch. Stefan Rabitsch, können Sie sich in die Rolle der Konkurrenz ein bisschen hineindenken, nach dem, was heute die Felbermayr Mannschaft gezeigt hat? Ja, also ich glaube, dass wir jetzt sehr souverän von vorn runtergefahren sind. Ich glaube, besser jetzt nicht laufen können für uns. Aber was soll man da noch großartig dazu sagen? Einzigartig, und ich glaube, wir haben es uns aber trotzdem verdient. Was ist das Geheimnis, dass die Mannschaft aus Wels hier gerade beim Heimrennen immer so teilweise drückend erfolgreich ist? Das ist eine Siegesserie, die zieht sich jetzt schon über 6-7 Jahre so dahin. Ja, ich glaube eigentlich, dass wir jedes Jahr eigentlich einen richtig guten Zusammenhalt haben in der Mannschaft. Weil das sieht man an den Folgen, es ist ja nicht nur Leonding, sondern auch international sind wir extrem stark. Und ich glaube, das ist unser großes Geheimnis, der Zusammenhalt von der Mannschaft.
bemerkenswert, dass ein Fahrer eines Regionalteams sich heute auch gut in Szene in Leonding setzen konnte, nämlich Daniel Reiter vom Regionalteam Raiffeisen Tirol. Aktivster Fahrer will heißen Sieger der Berg- und Sprintwertung. Wie ist es denn heute aus Ihrer Sicht gelaufen? Ja, also aus meiner Sicht ist es sehr erfreulich gelaufen. Wir haben als Teamtaktik vorgegeben gekriegt, wir müssen sehr aktiv fahren, wir müssen unbedingt in die Spitzengruppe. Und meine Teamkollegen haben schon voll viel attackiert und ich habe das Ganze dann vollendet und habe mir dann die Sprint- und Bergwertungen geholt, was uns natürlich sehr freut als Union Raiffeisenrad in Tirol. Mit 18 Jahren bester Fahrer in der U23-Wertung, Mario Gamper, nach einem sehr abwechslungsreichen, spannenden Rennen. Wie ist es denn heute gegangen? Ja, es ist sehr, sehr gut gegangen. Ich habe vom Teamchef einmal am Anfang gesagt, dass ich in die Spitzengruppe gehen soll. Habe es probiert, leider nicht geklappt. Habe mich dann umorientiert und habe dann an Benny, unseren Kapitän, zum Schluss geholfen, dass dann so was Gutes rauskommt für mich. Und leider für ihn jetzt nicht. Die ganze Spitzenplatzierung ist blöd, aber es ist halt immer so im Radsport. Ricardo Zeudel, der vierte Tageserfolg ist es nicht geworden für Sie persönlich. Aber ich glaube, den dritten Platz, den können Sie heute locker verschmerzen nach diesem Auftritt. Ja, also das ist für mich komplett egal. Ich muss sagen, es war eine super Mannschaftsleistung von Beginn an. Die jungen Buben, der Florian Kien und der Matthias Mange, sind unglaublich stark gefahren. Hat eine Lehne in der Spitze und ja, es war ein super Mannschaftserfolg eigentlich. Und ja, wir haben auf den letzten Kilometern noch kurz zusammengeredet, wer als erstes mit den Zinnen fährt und der Markus hat es noch nicht gewonnen. Und das war ein stimmiger Beschluss. Genau. Nein, ich habe gleich gesagt, Markus gewinnt, Rabisch Zweiter, ich Dritter und es war eigentlich nur geklärt, ja. Markus Eibecker, der letzte Bundesliga-Tagessieg ist bei Ihnen schon einige Zeit her. Wie schön ist dieser Erfolg hier mit gleichzeitig diesem unglaublichen Mannschaftserfolg? Ja, das mit der Teamleistung war das heute schon ein wirklich sehr schönes Erlebnis für uns, dass wir da gleich wieder die ersten drei abgeräumt haben. Für mich persönlich ist es eigentlich auch mal schön, wieder mal in Oberösterreich mal quasi meine zweite Heimat mittlerweile, da mal auf heimischem Boden zu gewinnen. Ist immer ein schönes Erlebnis bei eigener Kulisse, dass das mit einem Dreifachsieg so super geklappt hat, mit dem haben wir nicht gerechnet, wir haben gewusst, wir müssen gewinnen und dafür auf das haben wir hingearbeitet und von dem her sind wir heute wirklich sehr glücklich. Ich habe gehört, mannschaftsintern war es keine Diskussion, wer heute als Erster über die Ziellinie fahren soll. Ja, ich glaube, dass die anderen zwei Jungs doch ein bisschen die Arbeit auch schätzen, was über Jahre hinaus doch immer ein bisschen ein guter Helfer für beide gewesen. Außerdem haben die schon jeweils gewonnen. Haben beide schon gewonnen und haben auch beide noch auf einige Jahre öfters die Chance, dass sie das Rennen fahren. Jetzt steht heuer eine sehr interessante Saison bevor, auch mit einer Weltmeisterschaft im eigenen Land. Wo ist der Fokus der Felbermeier Mannschaft gerichtet? Ja, für uns ist einmal das Hauptziel, dass wir uns halt quasi für die Team-Zeit-VM qualifizieren. Das heißt, das UCI-Punkte sammeln ist unser Hauptziel. Da wollen wir eigentlich als Mannschaft unbedingt dabei sein. Vielleicht wird es sogar für den einen oder anderen auch bei der Straßen-WM reichen. Ist natürlich auch möglich. Wenn wir wirklich viele UCI-Punkte sammeln, dann werden sicher wir dazu beitragen, dass wir mehr Startplätze haben. Und da wird es dann auch für den einen oder anderen möglich sein, dass er bei der Profi-WM am Start steht. Nach dem ersten Rennen führt Markus Eibecker mit 210 Punkten die ÖRV-Radbundesliga an. Bester heimischer U23-Fahrer ist Mario Gamper. Bester Club in der Mannschaftswertung ist Felbermayr Simplon Wales mit 30 Punkten, vor Chrinkhoff Advariks mit 25 Punkten und vor Arlberg Santik mit 21 Punkten. Das nächste Rennen der ÖRV-Rad-Bundesliga findet traditionell am 1. Mai in Vorarlberg statt, mit Start und Ziel in Nenzing. Bis dahin, auf Wiedersehen!